Hallo Leute, willkommen zur neuen Folge von Angry Birds Epic. In der letzten Folge haben wir die erste Hälfte. Nein, das war vorletzte Folge. Wir haben in der letzten Folge haben wir Level 6, 7 und 8 gemacht, damit wir heute Level 9 und Level 10 halt von der 19. Höhle Kamano und höchstwahrscheinlich auch schon mit der 20. Höhle anfangen. Und dann fehlen nur noch 4 Höhlen, ne? 20, 21, 22, 23. Also, sie haben in der Zwischenzeit eine neue Höhle hinzugefügt. Denn ich weiß nicht, ob es schon ein paar aufhört. Oh, ja. Außerdem einen Preis verpasst. Super. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon ein paar aufgefallen ist, aber oben links steht es nicht mehr anstatt 90 Maximalstufe, sondern die Maximalstufe wurde erhöht. Ich glaube auf 100. Könnte aber auch sein, dass das vielleicht irgendwie vielleicht auf 95, 5. Entweder ist es auf 99 oder 100. Das werden wir ja sehen. Aber ich weiß nicht, ob mir schon das. Oh, also, falls jetzt das 99 oder 100 ist, ich weiß nicht, ob ich das auch jetzt im Let's Play erreichen werde. Denn dieses Let's Play wird. Wie lange wird das noch laufen? Ich würde sagen 3 bis 4 Wochen. Denn wir nähern uns immer mehr und mehr dem Ende halt, ne? Nein! Sind neue Höhlen dazugekommen? Nein! 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25! Nein! Nevermind, wir sind noch hier 7, 8 Wochen am Spielen da, ne? Nein! Wir haben 2 Höhlen dazugefügt. Ach nö. Noch mehr Qual für mich. Na super. Okay, diese Folge. Ich glaube, dieses Projekt wird doch 100 Folgen gehen dann. Also, wenn das jetzt so weitergeht. Ach nö. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt ist einfach da. Oh, jetzt sind 2 Höhlen hinzugefügt worden. Ach nö. Verdammt. Und ich hab den Ton nicht hier an, oder? Nein. Jetzt aber schon. Jetzt haben diese Entwickler einfach noch 2 Höhlen dazugefügt. Ach nö. Das darf nicht wahr sein. Also ich weiß auf jeden Fall den Titel für diese Folge, neue Maximalstufe und 2 neue Höhlen. Und 2 neue Höhlen. Ach, was auch immer. Ja, Untote, meine Lieblingsgegner. Ja. Pff, boah, die Untote sind die schlimmsten einfach, wirklich, weil sie sich andauernd wiederbeleben und nicht tot bleiben wollen. Oh, jetzt kannst du mich irgendwas im Kopf. Ja, bitte attackiert doch direkt, Chuck. Das ist der doch immer normalerweise das Opfer. Soll ich ihn umbringen? Nein, er will ich nicht, denn das Spiel hasst mich. Ah. Ja, kotzt mich halt noch mehr an. Oh, ich muss ihn leider attackiert und steht dieser Gegner nicht. Ich hab wieder fast etwas Falsches gesagt. Oh, ich bin so getriggert noch immer wegen der letzten Aufnahme. So, frisst Wutchen. Besser wie Wutfähigkeit von ihm. Nein, er ist betäubt. Diese 2 Idioten sind auch schon tot. So. Der Typ in der Mitte wird durch das Gift sterben, zum Glück. Und der ist wieder betäubt, Alter. Der läuft ja richtig. Jetzt sind wir voll geheilt und haben diese Welle geschafft. Nice! Das ist ja geil. So, dann dritte Welle. Und noch mehr untote Spaß dies. Super. Was zum Geier? Man hat gerade nicht die Attacke. Die Animation von Red gesehen. Was ist das denn für ein Fail? Na egal. Wieso geht ihr eigentlich ihr beiden auf Shiny Jones? Das ist nun mal so eine Frage. Na egal, du musst nur ihm den Effekt wegnehmen und nicht 2 Leuten halt. So, hier. Und hier. So, damit glaube ich 3 Gegner weg, nein, 2, okay. Das geht auch. So. Du attackierst halt irgendeinen Random. So. Du bist weg vom Fenster, so wie dein Kumpel dahin. Und hier ist auch. Tschüss. Okay.
Die vierte, nein, die dritte Welle war es, ja. Die war auch nicht gerade so schwer. Und heute letzte Welle. Oh nein, 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 hier wird nicht geschwarzt. Tschüss. Die Kleinen sterben alle durch das Gift. Währenddessen der Große betäubt sogar noch wird. So, tschüss. Okay, letzte Welle. Schauen wir uns mal an, was alles so auf mich zukommt jetzt. Okay, jetzt nicht dafür. Ach komm, dafür kann ich mal so ein Ding opfern einfach. So. So, betäubt, nice. So. Also, Red wird sich fix persönlich um den Großen kümmern, während Chuck immer uns hochhält und Shiny Jones kümmert sich um die kleinen Spastis. Und wenn Red mit seiner Arbeit fertig ist, dann kümmert sich auch um die Kleinen halt. So, noch ein Hit. Er stirbt jetzt nächste Runde. Es ist nur noch der kleine Spaß, die am Leben. So, und tschüssi. Nice, geschafft. Das war sehr einfach. Boah, da wie viel Erfahrung ich auch bekomme. Alter. So, jetzt kommt der Boss. Oh nice, ich bekomme sogar die Waffe. Ich hoffe, ich bekomme bei dem Boss die Truhe, ey. Und so notfalls habe ich noch drei, ja doch, drei Freundschaftslizenzen. So. Level 10. Oder besser gesagt, Boss-Level, wie auch immer. So, wir nehmen natürlich Prinz Porky. Und hier. Werbung, dann fühle ich ein wenig stärken. Denn ich will nicht vom Gegner zerfetzt werden, weil wir sind schon in der 19. Höhle. Also das müsste also dieser Gegner ist schon extrem stark da. Ich würde sagen, er hat so 70.000 Leben. Oh Junge, ich bin mal gespannt, wie viel Leben er zwar hat. Ich bin mal überhaupt gespannt, wie stark der letzte Gegner ist. Also der, besser gesagt, der letzte Boss halt. Von der 25. Höhle. Ich hoffe auch, dass die 25. Höhle jetzt für immer die letzte Höhle ist. Ich habe keinen Bock mehr auf mehr Höhlen. So, es geht gleich bis Höhle 100 in so ein paar Jahren. Boah, ich war mit 70.000 nicht weit entfernt. Betäube ihn. Oh, schade. So, er kann Aufladezeit bei Runden verursacht 7.188 Schaden. Alles klar. Das Ziel hat eine Chance, um 50% kritischen Schaden zu verursachen. Dauert 3 Runden. Belebt sich 3 Runden nach K.O. wieder. Okay. Hä? Was? Nein! Ey, was ist das denn für ein Beschiss? Ah, oh, zum Glück ist er betäubt. Ich hab eigentlich wollte. Betäub ihn! Oh, schade. Und das geht auf Fritz Bocki. Das wird wehtun. Oh, voll eine bekommen. So, dann hier nehmen einen Trank. Betäub ihn, danke. Noch einmal attackieren. So, drisch, drisch. Und drisch, drisch. Und nicht betäubt, schade. War doch nicht mehr so viel Leben. Machen wir ihn doch ordentlich Schaden, ey. Jetzt wird Prinz Bock die attackieren. Dann hier Wuchili einsetzen. Und hoffen, dass Red ihn paralysiert. Oder sogar umbringt. Okay, das geht auch. Nice. Den Boss haben wir ganz schnell besiegt, Alter. Das war etwas mehr. Ein Boss, der von etwas einfacher mal wieder war. So, bekomme ich die Truhe? Nein, okay, ich habe aber noch drei. Nein, fünf. Nein! Ey, ich habe gar nicht darauf gedrückt. Was ist das denn für Beschiss? Hä? Ich drücke nach links, da links auf, noch einmal zu drehen. Und dann geht er für hier raus. Ja, alles klar. Hä? Was ist denn jetzt los? So, Batman, was ist denn jetzt los? Jetzt macht er irgendwas ohne mich. Ja, super. Irgendeinen Bock aus.
Na super, ich habe einen Bug hier anscheinend aktiviert oder so, ohne dass ich es eigentlich wollte. Na super. Oh, zum Kotzen, Alter. So, Epic. Was ist das denn für ein Schrott? Als erstes drücke ich da, um noch einmal zu drehen, und schmeißt er mich raus. Und dann geht er in den in das Lager, ohne dass ich es eigentlich wollte. Na super. Zum Kotzen, Alter. So, wieder zurück in der Hölle. Kopfhöhle. Okay, im durchgefälschten Wirken dieser Höhle erleiden die Vögel alle paar Runden Schaden, alles klar. Und wir haben so einen Feuermagier als Boss. Na super. Heiliges Wasser. Erhöht den Effekt von Heilungszauber anscheinend. Was? Die haben doch gerade gesagt. Ach, egal. Vergiss es. Ja, gut. Also, so stark wie dieser Gegner ist, sollte ich nicht wieder. Doch, ich heuer mal lieber ein. Und werde ich hier komplett zermalmt. So, wie gesagt, den da. Warte. Was ist das Limit? Okay. Nicht gerade ein hohes Limit. Also gehst du lieber auf den unten. Alter, wie viel Schaden die aber auch verursacht haben, ey. Oh, wie dumm bin ich. Wie dumm bin ich eigentlich. Ja, übertreib. Ja, komm. Mal direkt auf One-Hit einfach. Ich kann kotzen. Ich glaube, die nächsten Kämpfe werden wir, glaube ich, nur noch mit Kopal machen, ey. So, hier. Weg mit dir und weg mit dir, ja. Boah, Alter, wie stark die Gegner aber auch sind. Oh, das wird nicht gerade besser. Zum Kotzen, oder? So. Hier wird schnell Post, hier wird euch schnell euch alle umgebracht hier. Ja. Glück könnt ihr euch nicht wieder beleben, das wäre der Schlimmste. So, untote Ninjas. Alter, das wird zum Kotzen. So, treffe ihn bitte, danke. So, tschüss. Okay, damit sind schon drei von den Nervensägen weg. Noch eine Nervensäge und dann auch die große Nervensäge. Also ich kümmere mich als erstes um die große Nervensäge. Die kleine auch zu dumm ist zu treffen. Ja, übertreiben im Schaden. Übertreiben. Ganz ehrlich. So, ich mach mal Schützen. Ich würde mich jetzt mal auf mich komplett voll heilen. Kannst du bitte aufhören, ihn zu attackieren? Boah, Alter. Ach, ich hab keinen Bock mehr hier. Nimm mal das und fertig. So. Ja, hier wird schnell wirklich ganz schnell aber gehandelt hier. Die dumme Seite, wieso geht die auf den. Ach. Ich sag nichts mehr dazu einfach. Könnt ihr auch mal bitte vielleicht einen Gegner betäuben oder so? Ach, so kotzen, Alter. Schäbst du dich das Gift? Danke. Du stehst auch, ich das Gefühl, oder? Ja, okay.
Bam und Kopski. Nein, das ist gefolgt. So. Bam. Und schon gewonnen. Nice. Boah, ist das ein Short-Level euer aber auch. Die sind ja übel so P, die Gegner. So, bekomme ich die Waffe? Nein, natürlich nicht. Stopp nochmal. So. Ein weiteres Level werde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich habe keinen Kompan mehr. Jetzt mache ich den Boss-Level und frage mich so, du hast doch keinen Kompan mehr. Ja, ich habe aber einen Plan B einfach, wie ich das regeln kann einfach. Werbung. Halt die Schnauze. Ganz ehrlich. Wir fragen uns schon, wie willst du jetzt wirklich mit den zwei nur den Boss kämpfen? Nein, ich mache das einfach. Ich mache das auf die ganz alte Variante, ey, weil ich keinen Bock mehr habe. Die Folge heute ist eine etwas kürzer, mal wieder. Extrem kurz sogar, Alter. 16 Minuten, das ist mein neuer Rekord. So. Und jetzt auf Trick. Ja, jetzt ist wenigstens nichts passiert. Gott sei Dank. Und jetzt ist schon die Truhe bekommen. Ah ja. Dann wäre ich richtig wütend. Gib mir die Truhe. Alter, ich deinstalliere dich. Alter. Ich schwöre dir. Ey, das ist doch beschiss langsam. Also, heute werde ich aber nur beschissen. Von Lab, als erstes von PUBG mit den Lags. Dann von Labsworld mit dieser beschissenen Steuerung. Und jetzt noch von Angry Birds Epic. Was kommt als nächstes? Ah, Fortnite. Na, super. Oder? Ja doch, als nächstes kommt Fortnite. Da wird der Beschiss richtig losgehen. Ah. Ich bin diese Folge vor, ich noch hier komplett ausflippe, ey. Also ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es mal eine etwas kürzere Folge war. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht eine positive Bewertung da zu lassen, dann müsst ihr nicht schreiben. Vergesst nicht Kommentare, Kritik und Infos dazu lassen, wie ich verbessern kann. Vergesst auch nicht noch die Videobeschreibung abzuchecken. Vergesst auch nicht noch mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und nichts zu verpassen. Und vergesst nicht, das Video mit Freunden zu teilen. Tschüss.